ne? Ohne Gewicht. Ganz leicht. Na dann, dann müssen wir wohl mal zusammen auf die Malediven. Damit du mal so richtig schön träumen kannst. Wie wär's? Das ist ein Traum. Ich würde dich auch einladen. Du lachst? Boah, du versuchst mich damit nicht zu beeindrucken, oder? So ein kleines bisschen. Ach komm, hey. Ich versuch schon die ganze Zeit. Ja, ich merk das schon. Das ist noch nicht mal gut. Ach. Ja. So, das ist jetzt ein Angebot. Ich dachte Malediven. Hm. Hat mir jemand den Parkplatz weggenommen? Wieso wartet denn der da? Keine Ahnung. Vielleicht will er hier nur in Ruhe angeln. Ach, der haut bestimmt gleich wieder ab. Nee, warte mal. Nur schon wieder. Da ist irgendjemand. Hä? Der war da vorne. Draußen ist niemand. Nee? Nein, aber hier. Nein. Hier ist jemand. Hm? Morgen. Guten Morgen. Das ist Kaffee. Viel Milch, wenig Zucker. Seit wann stehst du früher auf als ich? Ich wollte eine Stunde vor dem Einsatz noch mal die Abläufe durchsprechen. Das ist ein Neuanfang, oder?
perfekte die Antwort. Ich muss los. Bleib aus der Schusslinie. Was ist hier los? Ich denke, das heutige Urteil ist ein paar Gläser Sekt wert. Lebenslänglich für Mord, versuchten Mord, Raub und mein zerfetztes Bein. Schwere Körperverletzung, so heißt das, wenn dich einer zum Krüppel macht. Trinken wir drauf. Sie wissen, dass das ein Abmahnungsgrund ist, Alkohol während der Dienstzeit. Das ist alkoholfreier Shampoos. Wir haben ein Problem mit Leeds. Was? Nein, er ist nicht verletzt, aber ich denke, Sie sollten zügig vor Ort übernehmen. Oder sind Sie befangen? Wir wollten gerade die Fabriketage stürmen. Als plötzlich aus der Tür gegenüber, so eine Etage tiefer, wo ich stand, raus und wieder rein. Und hat dann durch die Tür geschossen. Einer der Healer, oder? Das MLK sagt nein. Der hat einfach drauf losgeballert, völlig verrückt. Gehen wir rein? Ich habe zweimal geschossen. Als das SEK dann die Bude gestürmt hat, da war er schon tot. Und der Mann, der auf euch geschossen hat? Ist durchs Fenster. Als die Kollegen bei den Gleisen waren, da war er schon weg. Wir brauchen deine Beschreibung. Ich kann es versuchen, aber ich habe ihn wirklich nur eine Sekunde gesehen. Was ist denn das hier für ein Laden? Irgendwas mit Webdesign. Steht zumindest unten dran. Darf ich fragen, was Sie hier machen? Nina Petersen, Mordkommission. Sie haben uns gerufen. Ich habe Ihnen doch gesagt, dass Sie draußen bleiben sollen. Ich befrage Herrn Dietz gerade als Zeugen. Er hat durch die geschlossene Tür das Feuer eröffnet. Nein, der Typ hat zuerst geschossen.
Ich musste Feuerschutz geben, damit der verletzte Kollege geborgen werden konnte. Außerdem kann ich ja nicht davon ausgehen, dass da jemand gefesselt auf dem Stuhl hinter der Tür sitzt. Wir haben einen Toten direkt hinter der Tür. Das ist bisher das Einzige, was wir mit Sicherheit wissen. Herr Lietz kann nicht hier am Tatort bleiben. Und seine Waffe wird ballistisch untersucht. Das ist ja auch in Ordnung. Aber ich führe die Untersuchung hier. So sind aber die Vorschriften. Ich warte draußen. Was wissen wir über den Flüchtigen? Unbekannt. Keiner der anderen Mieter hat ihn kommen oder gehen sehen. Die Fingerabdrücke vom Tatort sind nicht registriert. Wir hoffen auf Bens Beschreibung des Mörders. Sagen Sie bitte nicht Mörder, Hedda. Sagen Sie Täter. Noch ist überhaupt nicht geklärt, wie dieser Webdesigner zu Tode gekommen ist. Ja, nein, es ist nichts Persönliches, Lietz. Sie kennen das Prozedere. Entscheidend ist jetzt Ihre Aussage. Eine lückenlose Darstellung der Situation, in der die Schüsse fielen. Aber am wichtigsten ist doch jetzt, denjenigen zu finden, der Alex Berger in diese Situation gebracht hat. Aber dafür sind Sie und Hedda doch noch da. Vorgestern haben Sie bestimmt, dass Karl möglichst viel Innendienst machen soll. Eben. Habe ich gesagt, möglichst viel oder habe ich gesagt, ausschließlich? In solcher Situation muss Hedda eben ran. Soll halt mit seinen Kräften haushalten. Vielen Dank für die Rücksichtnahme. Ist wirklich nicht nötig. Schön. Also keine Rücksichtnahme. Gut. Wie Sie wollen. Entschuldigung, heißt das, ich bin raus aus dem Fall? Nicht vollständig. Aber es kommt einfach nicht gut, wenn Polizisten in eigener Sache ermitteln. Sie beantworten erstmal alle Fragen, die man ihnen stellt. Natürlich. Und sie halten sich vorläufig zurück. Wenn Sie wollen, kann ich nach Hause gehen. Was ich will, steht überhaupt nicht zur Debatte. Wir brauchen Sie heute hier für das Phantombild. Sie sind der Einzige, der den Flüchtigen gesehen hat. Der Tote hat mehrere Websites für Singles betrieben. Flirt-Kontaktline heißt der Laden. Schon mal gehört? Nee. Flirt-Kontaktline bietet eine ganze Menge Sachen an. Chatroom, Single-Börse, Flirt-Telefon-Hotlines, alles, was das einsame Herz begehrt. Auch Sexangebote? Sex wird mit keinem Wort erwähnt. Der Werbespruch lautet, zurück zum wahren Gefühl. Was ist? Auf beiden Festplatten war ein ziemlich effektives Löschprogramm aktiv. Heißt das, die Daten sind verloren? Gelöscht ist nicht verloren. Dafür habt ihr ja uns. Das Löschen an sich ist nicht das Problem. An die Daten komme ich wieder ran. Dauert nur ein bisschen. Die Zeit läuft ab jetzt.
Es sieht so aus, als ob der Mord wirklich was mit Bergers Internetgeschäften zu tun haben könnte. Sonst macht die Datenlöschung keinen Sinn. Was hast du da? Das ist schon das zweite Foto. Stammt wahrscheinlich aus Bergers Kontaktbörse. Und glaubst du, die haben was mit unserem Fall zu tun? Jedenfalls lag das Ganze oben im Papierkorb, im Loft von Alex Berger. Sehr wahrscheinlich, dass das als letztes ausgedruckt wurde. Es gibt neben Alex Berger noch eine zweite Mitarbeiterin auf der Website, Anne Vollert. Nummer steht dabei. Danke. So. Das ist er. Ja. Gar nicht so schlecht. Ich hab dir noch nur eine Sekunde gesehen. Ihr seid doch interessiert am Gespräch mit Anne Vollert. Ja? Ja, die Frau ist gerade im Fabrikloft von Flirt Kontaktline aufgetaucht und wir wissen, was los ist. Sag den Kollegen, sie sollen sie festhalten. Wir fahren dahin. Okay. Meier hat gesagt, ich soll mich raushalten. Zurückhalten, hat er gesagt. Außerdem, seit wann kümmerst du dich um das, was Meier sagt? Tut mir leid, da klingelt nichts bei mir. Denken Sie noch mal nach, Frau Vollert. Vielleicht ein Bekannter von Herrn Berger. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass seine Familie in Berlin wohnt. Und seine Freunde kenne ich nicht. Vielleicht ein Kunde der Website. Mit den Kunden habe ich nichts zu tun. Was war Ihre Aufgabe hier? Büroarbeit. Irgendjemand muss ja dafür sorgen, dass die Abrechnungen stimmen und die freien Mitarbeiter organisiert werden. Welche Mitarbeiter? Na ja, die Frauen, die für die Firma arbeiten. Ich sorge dafür, dass sie ihr Geld erhalten und falls mal eine krank ist oder im Urlaub, dann organisiere ich Ersatz, damit kein Kunde abgewiesen werden muss. Von wie vielen Frauen reden wir hier? Von ungefähr 60. 60? Wozu braucht die Chef denn so viele Frauen? Ja, genau genommen bezahlt Herr Berger die Frauen dafür, dass sie die Kunden daten. Aber auf der Website steht, Flirtkontakt bringt einsame Herzen zusammen. Ja, das ist ja die Geschäftsidee. Herr Berger hat befürchtet, dass es zu viele interessierte Männer gibt und nicht genügend interessierte Frauen. Er hat dafür gesorgt, dass jeder Kunde immer jemanden zum Ansprechen hat. Aber es geht dabei ja nicht um Sex. Es ist ja keine Prostitution. Einfach nur treffen und reden. Zurück zu den wahren Gefühlen. Mit falschen Versprechen, die man auch noch bezahlen muss. Die Kunden wollen Romantik. Die kriegen sie. Tag, Britta. Kennen wir uns? Ich bin Boris. Boris. Komm schon, du weißt, wer ich bin, Sina. Boris, der Schattenläufer. Du erinnerst dich, das ist schön. Ich erinnere mich auch. Woher kennst du meine Adresse? Du meinst, weil Sina Müller nicht im Telefonbuch steht? Ich habe deine Stimme erkannt vorhin auf der Straße und dann gesehen, dass du hier wohnst. Wir haben uns nie richtig verabschiedet. Die sind wirklich schön. Du magst Blumen. Ich kann mich an alles erinnern, was du mir erzählt hast. Hast du einen Kaffee für mich? Kleiner Tribut an die gemeinsame Zeit? Das tut mir wirklich sehr leid, aber ich muss gleich weg. Nur für einen Moment. Schöne Wohnung, hell. Passt zu dir. Danke.
Hast du von hier aus immer telefoniert? Ja. Ich habe mich auch öfter gefragt, wie es dir so ergangen ist. Naja, es hat ja auch so plötzlich geendet. Du hast jemand anderen gefunden? Ja, ich habe jemanden gefunden. Also wirklich. Er wird auch gleich nach Hause kommen. Besser, deshalb ist es auch so gekommen. Also es hat keinen Sinn mehr gemacht mit den Telefonaten. Es ist wunderbar, wenn man endlich den richtigen Menschen gefunden hat. Ja. Du hast viele Männer getroffen. Ich glaube, es waren 8, auch während unserer Zeit. Du wolltest doch nur telefonieren. Waren die anderen hier? Hier, bei dir? Hast du ihnen auch Kaffee gemacht? Ich denke, du solltest jetzt gehen. Hast du sie auch so angesehen? Du hast da was völlig falsch verstanden. Das hast du damals schon gesagt. Irgendwas hätte ich da ganz falsch verstanden. Völlig falsch. Ich liebe deine Stimme, ich liebe deinen Verstand, deinen Humor. Ich will dich nie verlieren. Hör auf zu lachen. Und das war bei den anderen Fotos? Auf der Rückseite steht noch was. Benny ist nicht der Einzige. Ich habe noch 7 Männerbilder aus dem Müll geholt. Auf allen steht SM und dann Datum. Was machen wir jetzt damit? Erstmal ignorieren? Dass wir Bens Foto in der Wohnung des Mannes finden, den er angeblich erschossen hat, du hast Nerven. Ja, bis jetzt beweist es erstmal nur, dass er Kunde in dieser Agentur war. Auch wenn ich mir das irgendwie schwer vorstellen kann. Ich sage nicht, dass er irgendwas ausgefressen hat, aber das muss auf den Tisch. Aber jetzt noch nicht. Lass mich erstmal mit Benjamin reden. Bis dahin kümmern wir uns um die 60 Mitarbeiterinnen von der Firma. 60? Dann habe ich das Feuer erwidert. Nach meiner Meinung war das die einzige Option. Niemand konnte ahnen, dass der Mann einen Gefangenen in der Wohnung hatte. Das ist alles. Fahrlässige Tötung ist eine ernste Sache. Sie sind doch ein guter Polizist, oder, Lietz? Cool, forsch. Nie um einen Spruch verlegen. Worauf wollen Sie hinaus? Woher dieser ständige Ärger? Sie scheinen Probleme irgendwie magisch anzuziehen. Vielleicht ist es ja nur Pech. Oder es liegt an Ihrem Lebenswandel. Was ist nicht in Ordnung damit? Teure Wohnung. Jedes Jahr ein neues Auto und die Uhr in Ihrem Handgelenk. Kostet wesentlich mehr, als ich im Monat verdiene. Dann macht man sich seine Gedanken. Vielleicht haben Sie ja so viel um die Ohren, dass Sie gar nicht konzentriert sein können. Und dann passieren Fehler. Und Fehler gefährden Menschenleben. Das haben Sie ja heute Morgen eindrucksvoll bewiesen.
Kann ich jetzt gehen? Sie sollten sich vielleicht mal darüber klar werden, dass auch meine ehemaligen Kollegen von der internen Ermittlung sich dieses Falls annehmen werden. Und nur, wenn Sie mir Ihre Schwachpunkte anvertrauen, kann ich Sie auch schützen. Meyer hat mir seine Hilfe angeboten, damit ich aus dem Fall sauber rauskomme. Und? Hast du angenommen? Dreimal darfst du raten. Vielleicht solltest du drüber nachdenken, wenn man überlegt, wo du überall deine Spuren hinterlässt. Erkennst du es wieder? Ja. Das Foto hast du gemacht. Damals auf dem DARS. Warum hast du uns nichts gesagt? Benjamin, was bedeutet SM und das Datum? Was soll das denn alles? Sorry, Nina, aber mir reicht's für heute mit der Inquisition. Wolltest du ihn nicht alleine darauf ansprechen? Ben? Du benimmst dich wie ein Idiot. Ich wollte ja mit Nina drüber reden, aber... Dann hat SM also nichts mit sexuellen Vorlieben zu tun. Sehr witzig. Das sind die Initialen der Frau, Sina Müller. Unser Unbekannter interessiert sich für euer Date. Warum? Ich habe keine Ahnung. Ich wollte es gerade rausfinden. Ich weiß, wo sie wohnt. Ich dachte, das war ein Blind Date. Sina Müller ist doch sicher ein Künstlername. Sie heißt in echt Britta Kamps. Ja, Mensch, ich bin Bulle. Ich muss doch wissen, auf wen ich mich einlasse. Alles klar? Alles klar. Ich habe Ihre Handynummer. Irgendwie ein Scheißgefühl. Ich geh mal hinten rum, ja?
Karl, steck das verdammte Ding weg. Sie ist tot. Wisst ihr das? Vielleicht haust du besser ab, bevor ich den Kollegen Bescheid sage. Hast du denn noch nie mit anderen Frauen was gehabt? Willst du darüber nicht reden? Doch. Aber ich mag es nicht, wenn es nur um Sex geht. Muss doch auch nicht. Es ist so widerlich, wenn die nur ans Ficken denken. Dann sieht man das in den Augen. Das ganze Gesicht wird dann anders. Und dann glauben die, damit kriegen sie einen sofort rum. Ich hasse diese Frauen. Dran. Ich bin doch gerade erst gekommen. Weiß ist am Zug und du bist weiß. Papa, ich bin gekommen, um dich abzuholen. Es ist schon 21:30. Lass mal Zeit für eine Partie und dann muss immer alles schnell gehen. Kann ich ja gleich mit Pitt spielen. Du spielst ja mit Pitt. Lass mich mal gewinnen. Echter Freund. Ja, Karl? Nee, ist gerade nicht günstig. Wo bist du denn jetzt? Okay, gib mir 10 Minuten. Das ist meine Tochter, die will Polizistin werden. Immerhin Hektik. Moin, Nina. Moin, Pitt. Wie lange bist du denn heute noch hier? Schon klar. Geh du zu deinen Kollegen, wir spielen hier zu Ende und dann bringe ich deinen Vater nach Hause. Danke. Was mit der Spurensicherung? Schon unterwegs. Gut, dass Benjamin schon weg ist. Ben? Hältst du mich für blöd? Ihr seid über das Vordach reingekommen und du bist ja wohl kaum die Fassade hochgeklettert. Ben hatte ein Date mit Frau Gams. S.M. Sina Müller, ihr Künstlername. Ihr hättet mir sagen können, wo ihr hinfahrt. Die Frau wurde erschossen. Sie hat vor ihrem Tod einen Schlag abbekommen. In der Küche ist noch mehr Blut. Er hat sie dort getötet. Und dann hier rübergetragen. Damit hat er den Knall gedämpft. Er hat sie hier erschossen und ausgezogen. Und dann hat er sie rüber ins Schlafzimmer getragen. Warum? Um Sex ging es wahrscheinlich nicht. Warum hat er sie nicht einfach hier liegen lassen? Denkst du, was ich denke? Wenn Frau Kamps die gekauft hätte, hätte sie sie wahrscheinlich in eine Vase gestellt. Das Fenster wurde von uns aufgebrochen. Alle anderen Spuren stammen vermutlich vom Opfer oder dem Täter. Die Leiche liegt da drüben.
Ich denke, wir können davon ausgehen, dass beide Morde von demselben Täter verübt wurden. Eine Bestätigung durch die Ballistik steht natürlich noch aus. Aber dafür haben die Kollegen einwandfrei bestätigt, dass die Kugel, die Alex Berger tötete, nicht aus Bens Dienstwaffe stammt. Wie sind Sie eigentlich auf diese Britta Kamps gekommen? Die Abkürzung des Namens, den sie bei ihren Internetkontakten benutzt hat, steht auf allen Fotos da. Gibt es irgendwelche Hinweise auf den Täter? Die Theorie von dem Kunden, der sich für die Abzocke rächen will, die können wir wohl abhaken. Vielleicht noch nicht. Vielleicht war es ein Verehrer von Britta Kamps, der wirklich an die Liebe geglaubt hat und sich jetzt an denen rächt, die er für seine Enttäuschung verantwortlich macht. Boris, bist du das? Du wolltest doch heute anrufen, um Oh ja, entschuldige, es tut mir so leid. Ich habe die ganze Zeit an dich gedacht, aber als ich nach Hause gekommen bin, da war das ganze Bad überschwemmt, weil es ein Rohrbruch gegeben hatte in der Wohnung über mir und ich musste erstmal alles trockenlegen. Soll ich später anrufen? Nein, nein, bitte nicht. Ich werde dich wahnsinnig gerne in meinem Arm halten. Ja, es wäre schön. Naja, vielleicht ja auch mehr, oder? So, du hast ein bisschen dran gedacht. Männer denken doch immer ein bisschen daran, oder? Nein, ich denke nicht daran, ehrlich. Ich meine, mehr muss es nicht sein, oder? Nein, ich... Könnte es einer von denen hier sein? Das glaube ich nicht. Warum sollte er sich die Mühe machen, Alex Bergers Festplatten zu löschen und dann sein Foto dalassen? Möglicherweise weitere Ziele des Täters. Offenbar hatten die ja alle Kontakt zu dieser Sina Müller. Wir werden einige Zeit brauchen, um die Identität dieser Männer zu ermitteln. Die Suche läuft. Wie weit sind Sie mit der Wiederherstellung von Bergers Datenbanken? Rund ein Viertel haben wir bisher gerettet. Sind da weitere Daten von oder über Britta Kamps darunter? Müsste man checken. Dann tun Sie das. Da draußen läuft ein Doppelmörder herum. Wir wissen nicht, wer er ist und wir haben 60 Mitarbeiterinnen und 7 Männerbekanntschaften, nach deren Verbindung zu Britta Kamps zu überprüfen. Am besten, wir fangen gleich damit an. Einer von den Fotos sind überprüft. 4 haben ein Alibi. Einer ist im Urlaub, einer im Krankenhaus, einer ist tot. Wir kümmern uns um ihre Sicherheit, falls der Täter sie auf dem Kicker hat. Auch die Mitarbeiterinnen, die im Datingbereich von Flirt Kontaktline unterwegs sind, wurden befragt. Nichts. Lassen Sie uns in Ihren Gedanken teilhaben, Petersen. Der Kamps-Mord, irgendwas passt da nicht. Aber Sie haben es doch selbst gesagt, ein enttäuschter Lover auf dem Rachetrip. Das wäre ja nicht das erste Mal. Wer soll das sein? Von Ihren männlichen Dates war es ja keiner. Vielleicht hat sie ihren Mörder gar nicht gedatet. Flirtkontakt bietet ja noch andere Dienste an. Einige der Frauen, mit denen ich gesprochen habe, die sind nur im Chat- und Telefonbereich tätig. Die treffen ihre Männerbekanntschaften gar nicht. Da bleibt es beim Telefonieren. Nur telefonieren? Wer macht denn sowas? Ein paar Frauen haben bestätigt, dass manche Männer geradezu abhängig waren von den Telefonaten. Ich habe ein paar Dateien zu Frau Kamps. Da war auch eine Honorarabrechnung drunter. Hier, Frau August, 512 Euro Außendienst. Damit sind wohl die Treffen gemeint.
264 € Telefondienst. Gibt es irgendwelche Unterlagen über die Anrufe, die bei Flirt Contact ein- und ausgingen? Ich meine, kann man nachvollziehen, mit welchen Teilnehmern Britta Kamps telefoniert hat? Also laut dieser Honorarabrechnung hat Berger sehr genau registriert, wie viele Anrufe wann zu welcher Mitarbeiterin weitergeleitet wurden. Wahrscheinlich sind die Infos irgendwo in den Rechnern gespeichert, aber um die zu finden, da brauchen wir noch Stunden, vielleicht Tage. Gut, es ist jetzt 2:30. Worauf warten Sie noch? Ich schlage vor, dass die, die nicht unmittelbar gebraucht werden, sich jetzt aufs Ohr legen. Sie auch, Hede. Wir treffen uns um Punkt 7:30 wieder hier. Gute Nacht. Gute Nacht. Danke, dass ihr die Sache mit Britta Kamps für euch behalten habt. Ich wollte sie auch erzählen. Ne? Wir haben nur gegessen, da war nichts. Du musst mir nichts erklären. Doch, ich will aber. Es ist jetzt fast 4 Monate her. Und damals dachte ich, die Sache mit uns ist endgültig vorbei. Und ich war auf der Suche. Nach jemand, der mich davon abhält, einfach so vor mich hinzuleben. Ich dachte einfach, mir fehlt eine Frau. Aber die Wahrheit ist, du hast mir gefehlt. Du hast mir auch gefehlt. Gute Nacht. Ich bin zu müde, um noch mit dir rauszufahren. Kommst du mit zu mir? Und wann triffst du deine Freunde? 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 Habe ich eigentlich nicht. Ich habe doch dich, oder nicht? Hä? Bis dass der Tod uns scheidet. Hm? Dann lege ich jetzt mal auf, ja? Nein. Nein, bleib da noch ein bisschen. Ich höre deine Stimme so gerne. Ja, ich höre deine Stimme auch gern. Was machst du denn schon? Es ist noch nicht mal 7 Uhr. Das ist deins. Könnte wichtig sein. Wichtig ist nur, was du von mir willst. Ich will mit dir glücklich sein. Ich weiß nur nicht, wie das gehen soll. Es ist so schwer, mit dir zusammen zu sein und gleichzeitig mit dir zu arbeiten. Davon mischt sich so viel. Ja, aber ist auch nicht nur schlecht, oder? Ich vertraue dir. Und du kannst mir auch vertrauen. Wenn du sagen würdest, springen, würde ich sofort springen. Blind. Aber gehört das nicht zu unserem Job, dass wir uns aufeinander verlassen? Sag ich ja. Gehört aber auch zu einer guten Beziehung. Das klingelt. Das klingelt. Ja, Petersen? Ich habe es auch bei Leeds versucht. Wissen Sie, wo er steckt? Nein. Ach, wirklich? Wir hatten gesagt, dass wir uns um 7:30 Uhr wieder treffen. Bedanken Sie sich bei Kollegen Hidde.
Guten Morgen. Wir haben die Verkäuferin vom Blumenparadies auf dem Großmarkt aufgetrieben. Sie hat eine interessante Aussage gemacht. Der Malvenstrauß in Frau Kamps Wohnung wurde von einem Mann gekauft. Die Verkäuferin hat ihn auf dem Phantombild wiedererkannt, konnte ihn aber auch nicht näher beschreiben. Und was ist daran interessant? Der Mann hat 4 Sträuße gekauft, auf Vorrat. Weil sie die Sorte erst wieder in 3 Tagen reinkriegen. Als die Verkäuferin ihn fragte, wie viele Frauen er denn glücklich machen will, war seine Antwort, man muss die Frauen alle gleich behandeln. Sie haben es verdient. Einen Strauß hat er bei Britta Kamps zurückgelassen, bleiben noch 3. Der Kerl macht weiter. Das sind keine Morde, die jemand aus enttäuschter Liebe begangen hat. Was meinst du? Er zieht die Tote aus, trägt sie ins Schlafzimmer, legt sie aufs Bett. Das sieht doch nicht nach einer üblichen Beziehungstat aus. Aber Herr Britta kam ja nicht per Zufall aus der Kartei ausgewählt. Nein, aber er muss ja die Frauen gar nicht wirklich gekannt haben. Das hast du doch gestern selber gesagt. Vielleicht kannte er sie wirklich nur über die Flirt-Hotline. Deswegen musst du auch zu Berger. Um rauszufinden, wen er da in der Leitung hatte. Die richtigen Namen, die Adressen. Sind die Anschlüsse der Flirt-Hotline bestimmten Mitarbeiterinnen zugeordnet? Ja, aber... Wir suchen nach einer Telefonnummer, die bei 4 Frauen öfter auftaucht. Wahrscheinlich sogar auffallend oft. Und auf jeden Fall bei Britta Kamps. Neue Entwicklung. Gerade wurde ein missglückter Überfall gemeldet auf eine Apotheke. Der Beschreibung nach könnte es unser Mann sein. Das heißt, er hat ihn erwischt. Wie bitte? Das hier ist die DNA-Analyse von dem Blut am Fenster der Agentur. Und?
eindeutig nicht vom Mordopfer, also wahrscheinlich vom Täter. Sie meinen, dass Leeds ihn mit seinen Schüssen durch die Tür getroffen hat? Irgendwann muss er damit zum Arzt. Wir sollten sofort alle Apotheken und Arztpraxen informieren. Sie tun. Tut mir leid, ich bin hier falsch. Wieder schauen. Boris? Du bist das doch, oder? Ihr sagt nämlich sonst niemand wieder schauen. Wir haben miteinander telefoniert, also relativ viel miteinander telefoniert. Erinnerst du dich nicht an meine Stimme? Du bist Maria. Hm. Du hast dich irgendwann gar nicht mehr gemeldet. Was machst du hier? Arbeiten. Ich dachte, du arbeitest im Krankenhaus. Ja, ich habe mal im Krankenhaus gearbeitet. Aber jetzt bin arbeitslos und die Apotheke gehört einem Freund von mir und ich kann hier für 2 Wochen Vertretung machen. Du hast gesagt, du hast keine Freunde. Ja, das habe ich gesagt, weil du keine hast. Schlimm? Dass ich dich hier treffe. Ich habe die ganze Zeit überlegt, wie ich dich wohl am besten finden kann. Ach ja? Das ist ja ein Zufall. Komisch, ich habe dich mir immer ganz anders vorgestellt. Wie denn? Älter auf jeden Fall. Nicht so gut aussehend. Wieso hast du das gedacht? Na, ich meine, wenn man so gut aussieht, dann muss man doch nicht eine Flirt-Hotline anrufen, oder? Ja. Und wieso machst du das, telefonieren stundenlang? Weiß ich manchmal auch nicht so genau. Weswegen bist du denn hier? Ich habe Schmerzen, ich brauche Valoxan. Valoxan? Das sind aber Hammertabletten. Was sind denn das für Schmerzen? Möchtest du dich setzen? Ja? Komm mal rum. Ja. Wie lange nimmst du denn schon? Gibt es Neuigkeiten? Es sind noch nicht alle Apotheken abgefragt. Ihr Eindruck von Hede? Gut. Ist er fit? Er macht jeden Tag seine Übung. Ich denke mal, in ein paar Wochen braucht er den Stuhl nicht mehr. Das ist leider nicht garantiert, dass er jemals wieder voll mithalten kann. Er leistet mehr als andere mit 2 gesunden Beinen. Die Frage ist nur, ob er jemals wieder 100% seiner Leistung bringen kann. Hat er Ihnen gegenüber angedeutet, dass er frühzeitig in Ruhestand treten will? Das wird er nicht tun, solange Sie hier Chef sind. Interessant. Das hat er auch gesagt. Wo ist Stein? In meinem Büro, machst für ein paar Minuten die Augen zu. Aber vorher hat er noch seinen Job gemacht. Alex Berger hat tatsächlich alle eingehenden Anrufe nach den Anschlüssen bei Flirt Kontaktline sortiert. Es gibt ein paar Telefonnummern, die bei mehr als einem bestimmten Unteranschluss auftauchen. Aber 4 verschiedene Anschlüsse, das gibt's nur einmal. Eine Stralsunder Festnetznummer. Ich habe gerade mit dem Provider telefoniert. Der Name des Teilnehmers ist Peter Gerg. Mit dem Mann sollten wir reden. Denke ich auch. Willst du mal was Komisches hören? Hast du ihn gefunden? Ja. Auf dem Friedhof. Der Mann ist seit 2 Jahren tot. Das heißt, jemand hat seinen Anschluss für die Anrufe bei der Hotline benutzt. Unter der Adresse wohnt noch jemand. Boris Gerg, wahrscheinlich sein Bruder. Wie hast du was gegen die Schmerzen? Woher weißt du eigentlich, dass ich Maria heiße?
desinfiziert werden. Könnte sein, dann wäre Gerg unser Mann. Die Frage ist nur, wie wir jetzt in seine Wohnung reinkommen. Warte mal. Hören Sie mal, ein offener Verbandskasten und eine Menge Telefonate reichen einfach nicht aus. Sie behalten die Wohnung erstmal nur im Auge, okay? Und ich kümmere mich um einen Durchsuchungsbeschluss beim Staatsanwalt. Ich hoffe, er hat mich verstanden. Du hast ihn gehört. Ja, gehört schon, aber das ist doch absurd, jetzt hier zu warten. Ja, finde ich auch. Dann ruf mich an, wenn ihr den Beschluss habt, okay? Okay. Screening der Accounts completed. Kannst du das auf Deutsch sagen? Na klar, alter Mann. Euer Teilnehmer, also Boris Gerg, hat fast 20 Monate lang 4 Anschlüsse angerufen, nacheinander, nicht parallel. Er ist aber immer eine Zeit lang einem bestimmten Anschluss treu geblieben und die Mädels haben sich eine goldene Nase verdient. Und wie finden wir jetzt raus, wer die 4 Frauen sind? Ganz einfach. Alle Gespräche mit diesem Gerg sind immer denselben Kennziffern zugeordnet. Hast du die Ziffer? Hast du das dazugehörige Mädel? Okay. Dann raus mit den Namen. Die Liste mit den Mitarbeitern habt ihr. Da stehen aber keine Kennziffern drauf. Scheiße. Du hast dich mit anderen Männern getroffen. Wieso? Freunde habe ich eigentlich nicht. Ich habe doch dich, oder nicht? Hast du gesagt? Hab ich? Dann habe ich das auch so gemeint damals. Was hast du gemacht, wenn du die anderen Männer getroffen hast? Hast du sie auch so angeschaut? Ich bin gleich wieder da. Hallo. Es geht um eine Fahndung. Wir suchen einen Flüchtigen, der es möglicherweise auf Apotheken und Arztpraxen abgesehen hat. Mhm. Auf Apotheken? Wieso? Er könnte verletzt sein und versucht, an Medikamente heranzukommen. Wir wollten Sie um Mithilfe bitten. Haben Sie das Gesicht schon mal gesehen? Meine Brille ist da hinten. Ich guck da gleich noch mal in Ruhe drauf. Für Ihre Sicherheit sollten Sie uns umgehend informieren, falls Ihnen irgendetwas auffällt. Gut. Nina, was ist denn jetzt? Kaya telefoniert noch mit dem Staatsanwalt. Und Stein verzweifelt an den Daten hier. Ich habe hier noch nicht alles gefunden. Ich kann nicht hexen. Ja, aber schön. Sonst wissen wir nicht, wen genau wir beschützen sollen. Ja, dann schützt eben alle 60 Frauen. Nina, das dauert alles zu lange. Uns läuft die Zeit davon. Ja, finde ich auch. Hier ist eine Scheibe kaputt. Vermutlich Einbruch. Benjamin. Wir nehmen mal die Ermittlung auf, ja? Bleib mal dran. Na los. Nina? Boris
Gerks, unser Mann. Hier sind Malven aus dem Blumenparadies. Es sind nur noch zwei Sträuße. Besser, du kommst her. Irgendwie kommen mir die Kennziffern bekannt vor. Hm? Schön. Ich bin für jede Anregung offen. Die sehen wie meine Steuernummer aus. Was? Wo ist diese Honorarabrechnung von Britta Kamps? Nimm mal an Bord. Bingo. Eine der Kennziffern ist definitiv Frau Kamps Steuernummer. Boris, bist du das? Du wolltest doch heute anrufen, Mumsi. Oh ja, entschuldige, es tut mir so leid. Ich habe die ganze Zeit an dich gedacht, aber als ich nach Hause gekommen bin, da war das ganze Bad überschwemmt, weil es einen Rohrbruch gegeben hatte in der Wohnung über mir. Und ich musste erst mal alles trockenlegen. Soll ich später anrufen? Nein, nein, bitte nicht. Nein, ich habe mich doch auch so darauf gefreut, mit dir zu sprechen. Du bist immer so rücksichtsvoll. Ganz süß, weißt du das? Ich würde dich wahnsinnig gerne in meinem Arm halten. Ja, sehr schön. Naja, vielleicht auch mehr, oder? Er hat alle seine Telefonate mit der Flirtline aufgezeichnet. Das müssen Hunderte sein. Und habt ihr noch was gefunden? Hier. Britta Kamps. Und das sind wahrscheinlich die nächsten Opfer. Wir haben keine Adressen, keine Telefonnummern, nichts. Karl, wir haben Fotos von den Frauen gefunden. Die schicke ich dir per Fax. Wie weit seid ihr? Wir versuchen, die Frauen über die Steuernummer zu identifizieren. Warten aber noch auf Rückmeldung vom Finanzamt. Sekunde. Hast du denn noch nie mit anderen Frauen was gehabt? Willst du darüber nicht reden? Ich mag es nicht, wenn es nur um Sex geht. Du musst doch auch nicht. Es ist so widerlich, wenn die nur ins Ficken denken. Dann sieht man das in den Augen. Das ganze Gesicht wird dann anders. Und dann glauben die, damit kriegen sie einen sofort rum. Ich hasse diese Frauen. Lena, wir haben es. Das Finanzamt meldet uns gerade die Namen und Adressen der Frauen. Ich schicke sofort Leute dorthin. Alles östlich vom Knieperwald bis rüber zum Hafen. Und senden Sie jeweils doppelte Einheiten an Frankenwall und Karl-Marx-Straße. Und wenn die Rostocker kommen, übernehmen die die Posten. Und Sie? Sie rücken bis in die Altstadt vor. Alle Informationen direkt an mich. Danke. Das sind die vier Frauen, mit denen Boris Gerg vom Anschluss seines Bruders insgesamt 460 Gespräche geführt hat. Britta Kamps hat er bereits ermordet. Was ist mit den anderen drei? Das ist der Boris Gerg, 32 Jahre, lebt seit 1992 in Stralsund. Die Mutter ist in Salzburg geblieben, der Vater hat sich hier aufgehängt. Danach hat er mit seinem Bruder zusammen gewohnt, bis der vor zwei Jahren bei einem Autounfall ums Leben kam. Alle laufenden Kosten der Wohnung werden über das Konto des Toten abgewickelt. Auch die Telefonkosten. Annette Hahn? Ja? Was wissen wir sonst noch über ihn? Es gab eine Anzeige gegen Boris Gerg wegen Hausfriedensbruch. Er ist in eine Bestattungsfirma eingestiegen, die die Beerdigung seines Bruders regelte. Im Jahre 2009. Er selbst hat sich nicht dazu geäußert. Aber die Kollegen hatten den Verdacht, dass er den Toten auf eigene Faust irgendwo begraben wollte. Das nenne ich wahre Bruderliebe. Und wenig später ging es los mit den Telefonaten. Er hatte wohl niemanden mehr zum Reden. Oh Gott. Boris, was können Sie mir über ihn sagen?
Ich weiß doch nicht mehr, was der alles erzählt hat. Aber sie sind gleich auf seinen Namen gekommen. Weil er so versessen darauf war, meine Stimme zu hören. Stundenlang. Und da sucht er sich ausgerechnet eine Bezahl-Hotline aus. Warum denn nicht? Das ist doch der Job der Frauen, ihren Kunden das Gefühl zu geben, dass sie gemocht werden. Man greift nach jedem Strohhalm, wenn man einsam ist. Am Anfang war er noch sehr zurückhaltend, aber als er dann Vertrauen gefasst hat, wollte er von mir Liebesschwüre hören. Der hat sich total reingesteigert. Aber ich dachte, darum geht's bei Ihren Telefonflirts. Was war bei ihm anders? Wenn ich zum Beispiel gesagt habe, ich sehne mich auch nach dir, ist er total ausgerastet. Dass die anderen Frauen bei der Flirtline doch für miese Schlampen sind, die einfach den Kontakt abgebrochen haben. Und dann hat er heftig über alle Frauen geschimpft, die nur das eine wollen. Der hat alle Frauen gehasst. Nur mich wollte er ganz für sich haben. Ich war so eine Art Heilige für ihn. Zum Schluss ist mir nur noch schlecht geworden, wenn ich seine Stimme gehört habe. Haben Sie mit jemandem darüber geredet? Mit Alex Berger. Aber der meinte nur, ich soll mich nicht so anstellen. Je mehr Gefühle im Spiel sind, desto länger die Telefonate und desto mehr Geld bekommst du. Ich hab's aber trotzdem abgebrochen. Boris Gerg hat Sie im Visier, Sie und zwei andere. Was soll ich jetzt tun? Sie bekommen Polizeischutz. Meine Kollegen werden Ihnen ein Hotelzimmer besorgen. Und wie soll ich das meinem Mann erklären? Es ist zu Ihrer eigenen Sicherheit. Entschuldigung. Ja? Hallo Nina. Heike Bauermeister ist tot. Scheiße. Okay, ich komme. Das gleiche wie bei Britta Kamps. Nur, dass er sie diesmal angezogen hat. Das Opfer war unter der Dusche, als er kam. Warum macht er das? Wir wissen jetzt, wie er die Frauen auswählt, aber warum? Warum macht er das? Das fragen wir ihn, wenn wir ihn geschnappt haben. Was mit der vierten Frau, Maria Dahlke? Karl, ich bin's. Wie weit sind die Kollegen in der Dahlke-Wohnung? Aber keine Kampf- oder Blutspuren. Das glaube ich auch. Okay, dann fang du schon mal mit ihren persönlichen Sachen an. Vielleicht findest du irgendwelche Reiseunterlagen oder einen Beleg für einen Ticketkauf. Ja.
Bei ihr ist eingebrochen worden. Auf dem Bett lag ein Blumenstrauß mit Malven. Aber von Maria Dahlke fehlt jede Spur. Maria Dahlke ist nicht zu Hause. Macht nichts. Mein AB hört Ihnen gerne zu. Hier nochmal, Thorsten. Ich habe gerade das Band abgehört. Freut mich sehr. Denk an dein PTA-Zeugnis, ja? Sicher ist sicher. Sind zwar nur 2 Wochen, aber es könnte trotzdem jemand dann. Firma Media Moritz hier. Ihre HiFi-Anlage ist repariert. Wir können Sie... Hier nochmal, Thorsten. Ich habe gerade das Band abgehört. Freut mich sehr. Denk an dein PTA-Zeugnis, ja? Sicher ist sicher. Sind zwar nur 2 Wochen, aber es könnte trotzdem jemand danach fragen. Und wenn du meine Wohnung benutzen willst, gerne. Da musst du nicht jeden Tag fahren. Wenn du Fragen hast, ruf mich an unter 3882. Wir sehen uns morgen in der Apotheke. Ja, Karl? Maria Dahlke ist pharmakologisch-technische Assistentin. Und ich denke, dass sie zurzeit in der Apotheke eines Bekannten arbeitet. Sie scheint sogar da zu wohnen. Jedenfalls hört sich das auf dem Anrufbeantworter so an. Welche Apotheke ist das? Die am Rathausplatz. Danke. Frau Dahlke? Ja? Kribo Strahlse und Petersen, wir müssen mit Ihnen sprechen. Hat die Apotheke einen Hintereingang? Ja. Überprüfen. Was soll das denn? Lassen Sie uns reingehen, wir erklären Ihnen alles. Okay. Irgendwas gesagt, wohin er wollte? Irgendeinen Ort genannt? Nein, wir haben nicht viel miteinander geredet. Er war ja auch so neben sich wegen seiner Verletzung. Sie haben ihn aber nicht gefragt, von was die Verletzung stammt. Ich wusste doch gar nicht, dass er Alex umgebracht hat. Wieso hat er das Ding gemacht? Wahrscheinlich, um an ihre Adresse zu kommen und die ihrer Kollegin. Aber warum hasst er uns denn so? Weil wir mit ihm geflirtet haben für Geld? Ich glaube, der Hass hat nichts mit seiner Enttäuschung zu tun. Er ist schon viel älter.
Ich muss mal was trinken. Es ist schon 9:30. Ach, den habe ich ganz vergessen. Ich kümmere mich um Sie. Ich bin in 20 Minuten wieder da. Komm, Papa, wir gehen. Hast du nichts Besseres zu tun? Musst du mich immer vom Schach wegholen? Du hast einen Freund. Sam. Ben. Dan. Netter Junge. Heute gibt's keinen Schach. Pitt muss jede Sekunde hier sein. Pitt kommt donnerstags nicht. Heute ist nicht Donnerstag. Ist heute Donnerstag? Dann musst du mit mir Schach spielen. Dazu habe ich wirklich keine Zeit. Du hast nie Zeit. Ich habe einen ziemlich miesen Tag hinter mir und er ist noch nicht zu Ende. Und meine Zigarette darf ich doch wohl noch zu Ende rauchen, oder? Nimm schon mal deine Tabletten. Ich bin gleich wieder da. Wo soll ich denn jetzt hin? Ich kann ja gar nicht nach Hause. Wir fahren mit den Kollegen aus Revier. Da sind sie in Sicherheit. Okay. Ich muss erst mal den Besitzer informieren. Das können Sie auch von da machen. Frau Dahlke, es tut mir leid, wir müssen uns wirklich beeilen. Schwarz oder weiß? Meine Tochter nimmt immer weiß. Legen Sie Ihre Waffe dahin. Los. Los. Weiter. Sie werden mich zu Maria bringen. Das kann ich nicht. Finger weg, ruhig sitzen bleiben. Ja, Nina? Ich kann meine Kollegen nicht einfach von Maria Dahlke weglotsen, Herr Gerg. Das werden die nicht mitmachen. Hier, dann hören Sie die Aussage. Sie haben es genauso verdient wie die anderen. Besser, Sie überlegen sich was. Das brauche ich nicht zu überlegen. Sie haben 3 Menschen für Ihr verkorkstes Leben büßen lassen. Reicht das nicht? Das weiß ich noch nicht. Das weiß ich nicht, bevor es zu Ende geht. Sie hat es irgendwie geschafft, mich anzurufen. Mach den fertig, das Schwein. Ben, hör zu. Ich glaube, sie versucht, Gerg hinzuhalten. Meier informiert gerade das MEK. Kann ich da mithören? Ja klar, kannst du zuhören. Sie kommen hier nicht mehr raus. Es ist völlig sinnlos, was Sie hier tun. Was macht ihr denn da? Kannst du nicht hinhalten. Sie werden an Maria Dahlke nicht mehr herankommen. Hier ist Ihr Weg zu Ende. Ja.
Hier ist es vielleicht zu Ende. Aber wie? Wie geht es hier zu Ende? Sie denken, Sie können mir in den Kopf schauen? Okay. Was denke ich? Was mache ich als nächstes? Es gibt nur einen Menschen in diesem Raum, den Sie genauso hassen, wie die Frauen, die Sie umgebracht haben. Und das sind Sie selbst. Nein. Ich habe das gemacht, wovon tausende Männer träumen. Du mich mit deinen dunklen Augen an und du hältst dich für unwiderstehlich, für was Besonderes, so wie alle Frauen, wie alle. Ihr könntet Heilige sein, aber das seid ihr nicht. Ihr zieht alles in den Schmutz. Was meinen Sie mit Schmutz? Ich gehe jetzt nach Hause. Bleiben hier. Nein, ich gehe nach Hause. Nein, bitte, tun Sie ihm nichts. Er ist verwirrt. Schießen Sie nur. Ich bin alt und sowieso eine Last für meine Tochter. Mir ist es egal, wenn Sie mich erschießen. Wissen Sie was, ich tue Ihnen den Gefallen, ich schieße. Aber vielleicht will Ihre Tochter das ja noch verhindern. Wenn Sie noch einen Schritt machen, ist der alte Mann tot. Sie können Ihrem Vater helfen. Sie können verhindern, dass er hier krepiert. Aber nur, wenn Sie mich stoppen. Sie wollen, dass ich Sie erschieße? Sie haben genauso viel Zeit, wie Ihr Vater braucht, um die Figur aufzustellen. Nein, das tue ich nicht. Dann schieße ich jetzt. Doch. Lass uns Schach spielen. Schach finde ich gut. Jetzt ist gut. Jetzt! Egal ist, dass du eine Last bist. Polizeitaktik? Ich habe Quatsch erzählt, um den Gangster zu verwirren. Hat er gut geklappt. Mach das nie wieder. Nie wieder. Er muss dringend ins Krankenhaus. Hier ist alles in Ordnung. Danke. Sind Sie schon wieder da oder noch immer? Hören Sie, Herr Meier, wir beide wissen, was hier los ist. Es geht Ihnen nicht um eine Leistung. Sie wollen einfach keinen Einbeinigen in Ihrer Abteilung. Aber wissen Sie was?
Es ist mir scheißegal. Ich liebe meine Arbeit. Und ich lasse mich nicht abschieben. Schon gar nicht von einem jungschen, arroganten Aufsteiger. Okay. Akzeptiert. Wahnsinn, genauso hatte ich Ihre Haltung eingeschätzt, Tille. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig verstehe. Ich hatte Sie für eine Beförderung vorgeschlagen. Aber der Kriminaldirektor meinte, Sie hätten nicht mehr genügend Biss nach Ihrem Verlust. Er sagte, Sie würden unter dem Druck hier kollabieren und aussteigen. Und ich habe gewettet, dass Sie dem Druck standhalten und ich habe gewonnen. Jetzt freuen Sie sich doch mal, Sie werden befördert. Arschloch. Ein bisschen empfindlich ist er schon.